Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Chaos of Deponia. So, wir wollten hier Ray Coulson ins Wasser lassen und damit beginnen wir auch direkt gleich mal. Bozo! Hey, Bozo! Hey, Rufus, was liegt an? Runter mit ihm! Hilfst du mir dabei, die Puppe runterzulassen? Na klar. Jawohl. Glaubst du, sie schlucken den Köder? Ja, ein Versuch ist es wert. Die Viecher scheinen dich wirklich zu hassen. Ja, aber wieso denn bloß? Ja, vielleicht hängt es Frage. Damit zusammen, dass du ihre Kinder zu Thunfisch verarbeitet hast. Stimmt doch gar nicht. Ach ja, du hast ihnen lediglich geholfen, in die Kantine zu hüpfen. Und plötzlich standen da ein paar Thunfischbüchsen rum. Oder wie? Vielleicht musste Janoschs Mama Platz im Regal schaffen. Für das Aquarium. Für das Aquarium. Genau. Also, ich würde doch niemals... Oha. Egal, was du gemacht hast. Sie sind wirklich sauer. Dann... Bereit für einen weiteren Tauchgang? Na gut. Auf dein eigenes Risiko. Dann schauen wir mal, was da unten so alles gesprengt wurde. Luke. Okay. Ja, so kann's gehen. Torpedo-Delfinen, zum Dank war's ihnen gelungen. Sie brachten das Tauchboot zum Stehen. Du fragst dich bestimmt, wird, wo all das noch hinführt. Ausreichend geklärt, na du wirst es bald sehen. Wie zweifelsfrei angestrebt, bis zum Sprengturm mitgeschleppt, machte sich Rufus für den Showdown bereit. Das Ende stand kurz bevor, und wenn nicht, na dann macht er kurz und gern und bezahlt Wochenendarbeit. Großer Wochenendarbeit. Ja, Leute, und damit haben wir definitiv mit den Torpedo-Delfinen eine kleine, aber feine Luke freigelegt, mit der wir jetzt durch in das Tauchboot konnten und jetzt sind wir fast am Ziel. Wir begeben uns wahrscheinlich Richtung Sprengturm. Naja, ich hatte recht. Rufus, wo warst du nur? Ich musste für eine Weile untertauchen. Da hast du dir einen famosen Zeitpunkt ausgesucht. Während du auf Schnorcheltour warst, wurden wir von Donna Goal überrumpelt und verschleppt. Man kann euch keinen Augenblick alleine lassen. Sie hat Goal mitgenommen. Außerdem die Fernbedienungen und die Datasetten. Quatsch, die habe ich doch bei mir. Tja, ist... Könnte man meinen, verdammt. Ne? Verdammt, ich muss ein Loch im Mantel haben. Andauernd verliere ich was. Diesmal hast du mehr verloren als sonst. Cletus war hier. Er hat die beiden Golds mitgenommen. Sie wollen mit Argus Kreuzer nach Porta Fisco reisen. Argus ist auch hier? Zumindest hat sein Kreuzer längsseits dieses Sprengturms dort festgemacht. Putzdonner, der Sprengturm. Der Angriff der Rebellen hat schon angefangen. Purer Selbstmord. Du hast recht. Ohne mich sind die vollkommen aufgeschmissen. Oh je, Rufus. Du weißt wirklich nicht, wann du aufgeben musst. Klar Nein. weiß ich das. Und der erste Buchstabe ist ein D, richtig? Donnerstag. Okay. Was haben wir denn hier? Einen Transporter, einen zweiten Transporter, einen dritten Transporter, ein Schnabeltier, ein Frosch und eine Fliege. Und Doc. Als erfahrener Teamplayer kann ich Folgendes sagen. Für manche Spieler ist sogar die Ersatzbank zu schade. Wie ist die Lage, Doc? Nach wie vor ausweglos. Astrein. Dann geht mir wenigstens keiner durch die Lappen. Okay. Kannst du erkennen, was da drüben vor sich geht? Was sind das hier für komische Kabinen? Und wo ist Bozo? Das ist ja wohl die wichtigste Frage überhaupt. Wo ist Bozo? Unten im Cockpit. Er versucht, den Generator wieder anzuwerfen. Aber die Stromkollektoren sind entleert. Wir werden wohl noch ein paar Stunden hier festsitzen. Das ist zu lang. Du könntest ihm helfen, indem du die Lampe hältst. Für mich ist es da unten zu eng. Ich weiß nicht. Ruf!
Rufus. Rufus. Heroisch hielt er die Lampe. Nee. Ach, das wird nix. Ich finde schon einen anderen Weg. Das wird nix. Kannst du erkennen, was da drüben vor sich geht? Kannst du erkennen, was da drüben vor sich geht? Ich glaube, die Rebellen haben angefangen, den Turm zu stürmen. Ah, jetzt sehe ich's auch. Der Turm wackelt schon bedenklich. Und ich sehe einen Schwarm abgerichteter Glühwürmchen. Rufus, willst du dich nicht einen Augenblick setzen? Du bist schon recht lange auf den Beinen. Keine Sorge, Doc. Mir geht's so zu Okay. Was sind das für komische Kabinen dort drüben? Sieht aus wie Organon-Technologie. Wahrscheinlich ausgemusterte Warentransporter aus dem Sprengturm. Du spielst doch hoffentlich nicht mit dem Gedanken, sie zu benutzen. Das wäre der reinste Wahnsinn. Ein kleiner Fehler und du endest als Molekülwolke. Bestenfalls werden deine Gene mit dem Ungeziefer vermischt, das sich da eingenistet hat. Cool. Hör mir doch zu. Nur dieses eine Mal. Sie zu benutzen, wäre das Allerdümmste, was du tun könntest. Genau. Niemand würde damit rechnen. Es sei denn, sie kennen dich. Tja, das Allerdümmste, was wir tun könnten, ist doch genau das, was wir tun müssen. Nicht wahr? Kennst du dich mit diesen Ort-zu-Ort-Transportern aus? Du spielst doch hoffentlich nicht mit dem Gedanken, sie zu benutzen. Durchaus. Wieso? Das wäre der reinste Wahnsinn. Ein kleiner Fehler und du endest als Molekülwolke. Bestenfalls werden deine Gene mit dem Ungeziefer vermischt, das sich da eingenistet hat. Also nichts, was ich nicht wieder rückgängig machen ließe. Wer erzählt denn sowas? So eine genetische Verschmelzung ist eine hochkomplexe Angelegenheit. Wenn zwei Spezies erst einmal ihre Gene gekreuzt haben, dann... dann schaltet Rufus auf Durchzug. Alles klar, wir probieren mal was. Ich würde ja sagen, tu nichts Unüberlegtes. Aber da du mir jetzt schon gar nicht mehr zuhörst, sage ich einfach, ich hasse dich. Ich hasse dich abgrundtief. Danke, Doc. Dir auch viel Glück. Okay, wir haben nichts im Inventar und ja, dann würde ich mal sagen, reden wir mal zuerst mit der Fliege oder sehen wir sie uns zuerst mal an. Das dumme Vieh besetzt den Ort-zu-Ort-Transporter. Aber da ich die Fachliteratur studiert habe, fürchte ich mich nicht vor genetischer Verschmelzung. Ein Hoch auf Captain Kakerlake. Okay, können wir mit der reden? So, raus da mit dir. Warum habe ich nur meinen Dompteurzylinder nicht eingepackt? Das wird sein. Da hinten haben wir den Frosch. Das dumme Vieh besetzt den Ort-zu-Ort-Transporter. Aber da ich die Fachliteratur studiert habe, fürchte ich mich nicht vor genetischer Verschmelzung. Ein Hoch auf Captain Kakerlake. Captain Kakerlake, ja. Frosch, hey. So, raus da mit dir. Warum habe ich nur mein... Ja, das kennen wir alle schon. Das dumme Vieh... Aber da ich die... So, raus da mit dir. Warum habe ich... Okay, gut, ja, dann würde ich sagen... Benutzen wir doch einfach mal so einen Transporter. Ein ausgemusterter Ort-zu-Ort-Transporter. So einen habe ich auch mal gebaut. Nur, dass die rotierenden Rasierklingen fehlen. Kriegen die denn so die Moleküle auseinander? Rufus. Okay. Wir probieren einfach mal den mit der Fliege aus. Kann dir nicht schaden. Hoffe ich mal. Ich habe Angst. Okay, ja, jetzt sind wir Rufus Fly. Okay, Janosch, die Rebellen. Janosch. Okay, ja, gut. Können wir ihn jetzt auch einen anderen Transporter benutzen? Mal schauen, was dann passiert. Ah ja. Oh, genetische Verschmelzung ist irreversibel. Da lachen ja die Hühner. Okay. Gut, jetzt ist die Fliege da drin. Und jetzt können wir jetzt den Transporter benutzen, ohne verschmolzen zu werden. Logischerweise ist da eigentlich kein Tier mehr drin.
Ja, können wir. Der Frosch ist oben. Wieder hoch? Oh, ja. Okay, das probieren wir gleich. Aber jetzt sind wir gerade als Mensch da. Das heißt, wir können mit Janusz und den ganzen Leuten reden. Ohne die Fürsorge ihres weisen Anführers haben diese Trottel keine Chance. Selber schuld. Hey, Janusz. Na, wie sieht's aus an der Front? Uwusch, endlich. Schnapp dir eine Waffe und hilf uns. Wir sind gnadenlos in der Unterschale. Ach nee. Wenn ich mich einmische, würde ich nur eure Unfähigkeit bloßstellen. Aber... Ihr schafft das schon. Und ich sage das nicht, weil tatsächlich Hoffnung besteht, sondern um euch zu motivieren. Das nennt man Leadership. Alles klar. Die Rebellen. Ohne die Fürsorge ihres weisen Anführers haben diese Trottel keine Chance. Selber schuld. Okay. Ja gut, dann... Können wir nicht viel machen, aber wir können... Frösche sind voll dämlich. Frösche sind voll... Ja. Können wir den denn nochmal benutzen? Ja. Das heißt, wir tauschen jetzt mit der Fliege den Platz. Und... sind als Rufus Frosch. Rabbit. Ich erinnere mich an Frogger. Cooles Game. Okay, ja, da kommen wir nicht weiter. Wir kommen hier nicht raus. Das heißt, wir gehen nochmal rein. Und tauschen nochmal mit der Fliege Platz. Das heißt, der linke Transporter hier endet hier beim rechten Transporter. Das ist ja jetzt Ausschlussverfahren und so. Das probieren wir gleich mal aus. So. Jetzt haben wir hier die Fliege, da den Frosch. Und dann sollte jetzt auf der anderen Seite, also jetzt dann rechts hier, das Schnabeltier drin sein, wenn ich richtig bin. Genau. So. Was machen wir jetzt? Hier müssen wir rauf. Sehe ich gerade so. Moment mal, da können wir... Ich sag mal, der Transporter, da können wir mit der Fliege mal schnell hochfliegen und uns dann mal umschauen. Wo wir denn da hinkommen. Nein, nicht reden. Nicht reden. So, aus. Nein, warum nicht reden. Den Transporter benutzen. Dankeschön. Ich meine, so viel Zeit muss sein. Aua! Hier ist eine Mucke! Ich meine. Okay. Eine Luke, das heißt, wir müssen zwingend als Mensch hoch. Sonst können wir die Luke nicht aufmachen. Das heißt, wir gehen nochmal durch den leerstehenden Transporter und schauen, dass wir irgendwie... Wir müssen da diesen linken Transporter freikriegen, damit wir da drüben als Mensch rauskommen und nicht als Molekülgemisch. Das heißt, wir müssen... Was müssen wir denn? Das Schnabeltier und die Fliege und den Frosch aus diesem Ding rauskriegen. Wenn ich jetzt hier nochmal durchgehe, dann sind hier schon zwei Transporter frei. Aber den kriegen wir nicht frei. Aber der muss frei werden. Da sitzt auf der anderen Seite das Schnabeltier und auf dieser Seite die Fliege, die ganz komische Kreise macht. Mal hier unten durchgehen. Ich glaube, ich habe eine Idee. Hallo Frosch. Es hat die genetische Verschmelzung gut gemacht. Ja. Na, wie hat dir die Verschmelzungssache gefallen? Oh Frosch, die genetische Verschmelzung war interessant. Schnabeltiere sind voll dämlich. Okay. Nice. Dann. Pass mal auf. Na? Wie? Oh, Frosch. Die genetische Verschmelzung. Das ist ganz rückgängig. Ich bin du. Frösche sind voll dämlich. Ja, das sind sie.